Heute ist kein einfacher Tag. Es gibt da was, das wir als Familie besprechen müssen und euch dann wohl oder übel auch mitteilen sollten und müssten. Ich gehe mal rein. Es ist gerade nicht so toll im Moment. Wir mussten unsere Wohnung kündigen. Dann kamen die will ihren Job nicht mehr. Und bei mir sieht ab Herbst meine Auftragsbücher, die sehen nicht so toll aus. Und ich denke, wir müssen da jetzt als Familie mal darüber reden. Lieber Papa, alles wird gut. Ich habe eine Überraschung. Du hast eine Überraschung für mich? Eine Tischbombe? Wieso denn das? Wir haben eine Tischbombe und wenn man eine Tischbombe kriegt, dann kommt der Apfel weg und dann will man wissen, was in der Tischbombe drin ist. Sind wir alle bereit? Ja. Ist gut? Ja. Oh oh. Oh 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 oh. Oh, was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Oh, oh. Und was habe ich denn da? Da steht ja was drauf. Was steht denn da drauf? Da steht Weltreise drauf. Theo, da steht Weltreise drauf. Machen wir eine Weltreise, Theo? Ja, so, fertig jetzt mit diesem Schauspiel da. Uns geht super, denn wir gehen tatsächlich auf eine Weltreise. Im September geht's los. Wir haben 6 Jahre drauf hingearbeitet. Und die Frage ist jetzt einfach, wohin geht's denn eigentlich? Wohin geht's? Theo, wohin geht's? Weißt du, wohin es geht auf der Weltreise? Wohin geht's? Weiß es nicht. Du weißt nicht, wo es hingeht. Nimm den Zettel. Was steht hier drauf? Wo gehen wir hin? Bring es in die Kamera. Wo gehen wir hin? Was könnte da drauf stehen? Kannst du das lesen? Nein. Wo gehen wir hin? Wir gehen nach Afrika. Afrika. Wir gehen nach Afrika. Juhu. Das sehen wir hier. Haha. Wir gehen nämlich, wir machen eine Transafrika, wir fahren Südafrika. Und da habe ich das Logo. Und was das Logo noch gefunden? Und wir haben noch ein neues Logo, genau. Wir haben ein neues Logo, das auch noch. Und wir gehen nach Afrika und wir machen Party. Wow. Jetzt können wir putzen. Alles weitere geht dann unten vom Studio. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen erholen und noch ein bisschen Party machen. Also, nochmal das Ganze von vorne mit etwas weniger Emotionen. Um was geht es genau? Wir werden ab September 2024 auf Langzeitreise gehen. Das heißt, wir wollen die Welt ohne Zeitlimite bereisen. Und gleich zu Beginn die alles entscheidende Frage, wie finanzieren wir uns diese Reise? Nun, im Lotto haben wir nicht gewonnen, so viel sei schon mal verraten. Wir haben aber vor 6 Jahren angefangen, sehr konsequent zu sparen. Und wir haben dafür unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer auf diese Thematik eingehen. Und Ende letzten Jahres haben wir uns dann dazu entschieden, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen.
Carmen hat ihren Job gekündigt. Ich werde meine Firma auf Eis legen. Den Videoteil natürlich nicht ganz, denn wir werden ja von dieser Reise dann Videos machen hier auf YouTube. Und die Wohnung, die haben wir auch gekündigt. Und ihr wisst ja von einem anderen Video, dass wir noch diese Bergwohnung haben, etwa 20 Minuten von hier. Die werden wir behalten. So haben wir immer eine Basis in der Schweiz, können auch einen Teil der Möbel dorthin stellen. Und diese Wohnung, die hat einen großen Vorteil. Sie ist nämlich sehr, sehr günstig. Sie kostet etwa so viel wie in der Stadt Zürich ein Parkplatz. Wo soll es hingehen? Genau das wisst ihr schon. Es geht nach Afrika. Aber Afrika war nicht von Beginn weg unsere erste Wahl. Denn es standen da verschiedene Destinationen im Raum, die uns gefallen hätten. Zum einen wäre das der Osten gewesen, also das heißt Zentralasien, Mongolei, das, was wir schon mal gemacht haben. Hätte uns sehr gereizt, nochmal dahin zu fahren, überall ein bisschen länger zu bleiben und noch mehr zu entdecken. Zum anderen natürlich auch die arabische Halbinsel, ultra spannend, Saudi-Arabien, Oman, Dubai, all das. Und dann aber auch fanden wir eigentlich die Idee, nach Zentral- oder Südamerika zu gehen, sehr spannend. Und warum haben wir uns für Afrika entschieden? Das hängt zum einen mit unserem Landcruiser zusammen. So wie wir ihn ausgebaut haben, ist es das perfekte Fahrzeug für Afrika. Es ist ein bisschen ein Schönwetterfahrzeug. Wir sind gezwungen, draußen zu leben. Und da ist es natürlich einfach sehr nett, wenn es auch warm ist. Und da punktet Afrika natürlich schon sehr stark. Zum anderen braucht Afrika Zeit. Denn irgendwann kommt der Punkt in Afrika, das ist, wenn man Senegal hinter sich gelassen hat, Guinea, vielleicht so ab der Elfenbeinküste, hat man den Punkt erreicht, wo dann die Rückfahrt wieder nach Hause etwa gleich lange dauert, wie wenn man weiter gegen Süden nach Südafrika fährt. Das heißt, um den Kontinent zu bereisen, um den Kontinent zu entdecken, das braucht Zeit. Und diese Zeit, die haben wir eben im Moment. Denn Theo, der würde im Sommer in den kleinen Kindergarten kommen. Und deswegen bietet sich uns da dieses Zeitfenster, um Afrika intensiv zu bereisen. Und wer weiß, wann wir wieder mal die Zeit haben. Denn ich bin nicht der jüngste Vater. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Und deswegen, dieser Punkt spricht ganz klar für Afrika. Und auch von den Sprachen her ist Afrika ein spannender Kontinent. Wir wohnen hier im französischsprachigen Teil des Kantons Bern. Das heißt, wir können uns ganz passabel auf Französisch unterhalten. Theo, der geht in die Kita und dort wird auch Französisch geredet. Das heißt, auch er kann sich dann auf Französisch unterhalten. Englisch passt für uns sowieso, für ihn dann noch nicht, aber egal. Und wir finden es einfach sehr spannend, wenn man mit den Leuten eine gute Konversation führen kann. Man erfährt wahnsinnig viel über das Land, es ist ultra spannend. Das fehlte uns ein bisschen auf der Reise in die Mongolei, denn mit den paar Brocken Russisch, die wir konnten, war einfach eine tiefe Konversation nicht möglich. Dann ein weiterer Punkt ist, der für Afrika spricht, ist die Tatsache, dass wir von zu Hause aus losfahren können. Das klingt nach wenig, finden wir aber einfach extrem spannend. Die Tatsache, dass man von zu Hause aus losgefahren ist und irgendwann ist man 20.000 Kilometer entfernt. Das ist einfach eine coole Sache. Das fand ich schon damals auf der Reise in die Mongolei sehr cool. Und das ist natürlich in Afrika so gegeben. Und dann der letzte Punkt, Afrika ist ein Kontinent mit einem tiefen Durchschnittsalter. Das heißt, es gibt viele junge Leute, es gibt viele Kinder, es gibt auch viele neugierige Leute. Das heißt, man kommt mit den Leuten sehr einfach in Kontakt.
Vielleicht werden sie sogar ab und zu ein bisschen zu neugierig sein, aber das werden wir dann rausfinden. Und so wird es wohl auch für Theo einfach sein, dann mit den Kindern vor Ort in Kontakt zu treten. In Zentralasien, in der Mongolei, ist das viel schwieriger, weil dort wohnen einfach fast keine Leute. Wir wissen aber auch, dass in Afrika alles andere als immer nur eitel Sonnenschein herrscht und wir sind uns der Probleme des afrikanischen Kontinents und auch der Risiken durchaus bewusst. Das ist zum einen die politische Situation, die sich gegebenenfalls sehr, sehr schnell ändern kann. Das heißt, ein Land, das stabil, das ruhig ist, kann plötzlich 2 Wochen im Chaos versinken, weil die Regierung gestürzt wurde. Dann ist es vor allem in Westafrika so, dass da sich sehr, sehr viele Länder aneinander reihen, das heißt sehr viele Grenzübertritte, die langwierig sind, die nervenaufreibend sind, die auch Geld kosten und natürlich meist auch leider mit Korruption verbunden sind. Und dann zu guter Letzt entspricht die medizinische Versorgung in weiten Teilen des afrikanischen Kontinentes natürlich bei weitem nicht westlichem Standard. Und es gibt verschiedenste Krankheiten, nicht zu vergessen Malaria. Wir sind uns aber all dieser Risiken und Gefahren bewusst. Wir verfolgen die Situation schon jetzt seit mehreren Monaten sehr direkt und wir wollen eigentlich dann auf der Reise auch keine unnötigen Risiken eingehen. Wie sieht unsere Routenplanung aus? Wir verlassen die Schweiz im September und wollen dann im Oktober in Marokko sein, in der Hoffnung, dass die Temperaturen schon wieder im erträglichen Bereich liegen. Dann geht es weiter über Westsahara nach Mauretanien. Auch dort möchten wir noch ein bisschen länger bleiben und uns noch etwas Wüstenfeeling holen, bevor es dann nach Senegal, Guinea bis hin in die Elfenbeinküste geht. Dann passieren wir ganz Westafrika, all diese Länder mit all den Grenzen, Nigeria, Kamerun, Gabun oder das kleine Kongo, bis hin dann zu Angola, Namibia und Südafrika. Wir rechnen damit, dass wir für die Strecke von der Schweiz bis nach Südafrika ungefähr 10 bis 12 Monate brauchen werden. Das gibt uns auch die Möglichkeit, dass wir auch mal länger in einem Land bleiben können. Stand jetzt sieht der Plan vor, der vage Plan, dass wir Westafrika, das heißt von der Elfenbeinküste Ghana bis hin dann ins kleine Kongo oder nach Gabun, dass wir diese Strecke eher schnell hinter uns bringen werden. Denn das hat verschiedene Gründe. Zum einen gibt es sehr, sehr viele Grenzen, viele administrative Aufwände, wo man dann einfach mal froh ist, wenn man es hinter sich hat. Dann zum anderen ist da immer noch das Problem in Nigeria, dass dort die Sicherheitslage so ein bisschen angespannt ist. Und zum Dritten sitzt einem einfach die Regenzeit im Nacken. Und man will es vermeiden, dass man da vor allem beim Grenzübergang Nigeria-Kamerun im Schlamm, in den Bergen irgendwo stecken bleibt. Und dann der letzte Punkt ist, das ist eigentlich so, dass wir dann einfach auch noch genug Zeit haben möchten, um Angola und Namibia etwas ausführlicher und länger bereisen zu können. Und irgendwann sind wir dann unten. Was machen wir dann? Dann werden wir zurück in die Schweiz fliegen. Denn ich denke, nach so einer Transafrika braucht der Kopf etwas Ruhe vom Reisen. Wir werden in die Schweiz zurückfliegen, den Landcruiser in Südafrika lassen und dann zu Hause Familie, Freunde, Bekannte treffen. Und dann, wie geht's dann weiter? Dann gibt's eigentlich 3 Varianten. Variante 1 ist, dass wir, wenn wir hier unten angekommen sind, die Schnauze voll haben und einfach nach Hause wollen, dann kommt der Landcruiser in den Container, wir fliegen heim und der Container geht nach Hamburg. Die zweite Variante sieht vor, dass wir nach dem Heimaturlaub immer noch wirklich toll Lust auf Afrika haben und frisch ausgeruht den südöstlichen Teil in Angriff nehmen. Denn zurzeit kann man ja bis Kenia hochfahren und dann könnte man auch immer noch die arabische Halbinsel dranhängen, entweder mit Verschiffen oder vielleicht ist ja bis zu diesem Zeitpunkt dann Äthiopien und Sudan auch wieder machbar. Die dritte Variante ist, dass wir in Südafrika den Landcruiser in einen Container stecken
und den Kontinent wechseln. Wir könnten zum Beispiel den Landcruiser von Südafrika nach Vladivostok verschiffen, obwohl dort im Moment Russland, ja, anderes Thema. Oder zum Beispiel rüber nach Südamerika. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik und wir wollen uns darüber noch gar nicht den Kopf zerbrechen, denn wir wollen jetzt erstmal Afrika bereisen und genießen. Bis zu unserer Abfahrt im Herbst gibt es noch sehr viele Dinge zu erledigen. Und wir haben eine wirklich riesige To-Do-Liste, die es noch abzuarbeiten gilt. Darunter sind sehr viele administrative Dinge, Angelegenheiten wie Behördengänge und so weiter. Dann gibt es noch verschiedene medizinische Angelegenheiten zu erledigen, namentlich Impfungen. Da sind wir schon dran, aber das braucht alles seine Zeit. Dann, wie erwähnt, werden wir noch umziehen. Diese Wohnung hier lösen wir auf und gehen in die Bergwohnung. Und zu guter Letzt muss auch noch am Auto das eine oder andere gemacht werden. In erster Linie sollte ich endlich mal diese Lithium-Batterie einbauen. Und reden wir auf YouTube noch rasch über YouTube. Diese geplante Langzeitreise ist der eigentliche Grund dafür, weswegen wir eigentlich überhaupt diesen Kanal hier gestartet haben. Das heißt, alle bisherigen Videos waren eigentlich nur so eine Art Vorgeplänkel auf das, was dann noch kommen wird. Und wenn ihr diese alten Videos angeschaut habt, dann habt ihr gemerkt, dass am Schluss beim Logo, da war was nicht korrekt, denn das eingeblendete Fahrzeug, das war kein Landcruiser, das war ein Jeep Wrangler oder sowas. Und das geht ja eigentlich gar nicht. Und deswegen haben wir jetzt ein neues Logo machen lassen. Und nein, wir haben nicht ein Logo gemacht, sondern gleich drei. Und lasst uns doch in den Kommentaren wissen, welches dieser Logos ihr am besten findet, welches euch am besten gefällt. Wir legen gleich los mit der ersten Variante. Diese kennt ihr aus den Reisevideos von der Mongolei. Das sieht so aus, da ist noch gar kein Fahrzeug drauf. Dann Variante 2. Mit dem schönen Landcruiser und mit den Bergen auf der einen Seite und der Wüste auf der anderen Seite. Die letzte Variante nochmal ohne Landcruiser. Dafür auch wieder mit den Bergen und der Wüste. Na, welche Variante hat dir am besten gefallen? Dann schreib's unten rein. 1, 2 oder 3. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns doch ein Like und abonniere den Kanal, wenn du uns auf unserer Reise begleiten möchtest. Viel Spaß bei Fernfahren.